27.07. bin ich zusammen mit Toni zum Nachtangeln an die Zieverische Mühle gefahren. Um den Tag ein bisschen besser zu nutzen, haben wir uns schon entschlossen, das Mittagsangeln zu machen und so in Ruhe aufbauen zu können und eventuell schon mal die Montagen zu testen fürs Nachtangeln. Die Plätze konnte man sich schon im Vorfeld reservieren, was die ganze Sache zum Nachtangeln erleichtert. Leider war für diesen Abend und für die Nacht Gewitter und starke Regenschauer gemeldet. Wir haben das Beste gehofft und wenn man sich anmeldet, fährt man auch hin. Hier könnt ihr jetzt gleich mal einen Köder sehen. Ich habe am Anfang begonnen mit etwas Räucherlachs und ein bis zwei Dendrobene am Haken. So, viel Dreieil zusammen. Im Laufe des Nachmittags und in den Abendstunden hat sich aber doch herausgestellt, dass ein einzelner Tauwurm mehr Fisch brachte. Es dauerte keine 20 Minuten nach Angelbeginn und der erste Biss eines Afrowels war schon da. Wenn die Kameraden beißen, kann man immer direkt unterhalb der Pose sehen, dass Luftblasen aufsteigen. Das ist eigentlich der beste Indiz dafür, dass der Köder vernünftig genommen worden ist. Dann gab es noch ein lecker alkoholfreies Weizen zum Beginn. So kann man den Abend ganz gemütlich beginnen. Biss. Biss. Da ist auch einer. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nämlich auf die Schwaben gesehen. Da geht er. Wie ihr sehen könnt, haben wir auch die Posen nicht wirklich weit vom Ufer weg, teilweise wirklich 30 cm am Rand, zwischen einem halben Meter und Meter eingestellt in der Tiefe. Habe ich es mir gerade gemütlich gemacht, zack kommt der nächste Biss. Am Ufer befinden sich Wasserpflanzen, in denen sich die Afros gern verstecken. Oder halt, wenn am Ufer auch so leichte Steinpackungen sind, suchen sie da Schutz und Deckung drin. Genau an diesen Stellen kann man die Köder wirklich bis an den Rand ranlegen und die Köder werden relativ schnell auch gefunden und genommen. Jetzt kam genau der einsetzende Regen, der gemeldet worden ist und der nahm auch relativ rasch zu einem ordentlichen Gewitter. Es hat ein bisschen weiter weg geblitzt und gedonnert und es war schon ein ordentlicher Regenschauer mit Sturmböen. Also Ping um, oder war ein schöner, um 10 Uhr kommen wir nochmal einen richtigen Regenschauer und um 2, 3 Uhr heute Nacht kommt auch nochmal einer. Aber eine richtig rote Gewitterzelle, also so wie das eben war, kommt das Nacht nochmal. Mhm. Okay. Ich bin froh, weil ich das schon habe. Ich bin froh, weil ich trotzdem sitze. Ja, Kaffee bringt mir gleich noch mein Schlafsack vorbei, den habe ich draus auch unschön, hast du gesehen? Nee. Ich werde es aktiv. Meinen Schlafsack vergessen, bringst du mit und noch eine Regenjacke, die habe ich draus liegen lassen. Hatte Mutter gesagt, nimm sie Regenjacke mit, hat der Junge wieder nicht gehört. Nee. Der kann ich mir morgen wieder anhören beim Frühstück. Was ist das?
Noch schnell den Schirm vernünftig im Boden festgemacht, weil ich zumindest einen Sitzplatz direkt an den Ruten im Trockenen habe. Dann kann das Angeln noch richtig losgehen. Ja, links in der Hose. Ja, jetzt kommen die Freunde. Jetzt kommen sie. Scheinbar hat das Gewitter den Fischen gut getan und die Bisse kamen jetzt relativ Schlag auf Schlag. Leider einen schönen Biss verhauen, aber der nächste kommt direkt. Ich fische hier zwei verschiedene Routen. Einmal habe ich eine leichte 2-3 Viertel Lips Route aus dem Karpfenbereich und einmal meine Pellet Feeder mit einer Länge von 3,30, die ich sonst auch zum Forellengrundangeln benutze. Hier lege ich den Köder direkt vor einem Baum ab, das Ufer einen leichten Knick macht und an der Kante sind die Afrosummen vorbeigeschwommen. Scheinbar so eine Art Wildwechsel für Fische. Diesmal der Biss auf die andere Route, die habe ich links direkt vor einem Busch abgelegt. Auch hier hatte ich wieder als Köder den Tauwurm dran. Die Afrowälze hatten so ein Durchschnittsgewicht um die 800 Gramm bis 2,5 Kilo. Der nächste Biss kommt wieder auf die rechte Route, die ich eben frisch vor dem Baum ausgelegt habe. Das beste Anzeichen dafür sind halt wirklich, wenn Luftblasen hochkommen, dann kann man eigentlich zu 100% ausgehen, dass der Köder genommen worden ist.
Blasen waren da, ne? Ich habe jetzt gesagt, der andere Hund. Gerade angezogen, ein Stück. Ja. Ja, jetzt kommen wir die Blasen hoch. Ich habe auch für diesen Tag extra mal Garnelen mitgeholt und probiert, aber das brachte keinen wirklichen Erfolg. Zumindest an dem Tag. Ist ja wirklich von Tag zu Tag verschieden, wie die Kameraden beißen. Was sich noch zum späten Abend und in den Nachtstunden herausstellen sollte, dass große Mehlwürmer absolut Top-Köder sind. Wie es so ist, wenn man gerade einen Fisch drillt, bekommt man auf der zweiten Route auch einen Biss. Toni kam direkt, um zu gucken, ob er den Fisch quittieren kann, aber der Anhieb ging ins Leere. Man kann sogar auf Afrowelt schleppen im Randbereich. Ich mache das so, ich habe dann unten einen Wurmbündel dran. Das Wurmbündel ist von der Länge so eingestellt, dass es komplett bis auf Grund geht. Und damit hüpfe ich immer leicht an, lasse absinken, hüpfe wieder an, lasse absinken, bewege den Köder von rechts nach links. Und sobald die Afrowelze mit ihren Barteln bzw. ihren Tentakeln vorne den Köder spüren, schnappen sie direkt zu. Klappt einwandfrei. Hier kann man sehen, dass ich jetzt absinken und kurz danach kommt auch der Biss. Jetzt taucht die Pose ab. Ich kann jedem nur den guten Tipp geben, sobald ihr die Afrowelze am Rand seht, dass die immer an der gleichen Stelle hochkommen. Nicht zögern. Und wenn ihr drei Plätze weiter umziehen müsst, weil da Fische stehen, zieht um, es lohnt sich. Es gibt Stellen am See, das hier bei Forellen auch, wo sich die Fische zentriert aufhalten. Das ist bei Afrowelzen ähnlich. Wenn die einmal eine gute Stelle haben, wo ein Überstand ist von Büschen, von Ästen, da halten sich die Fische auf. Katrin kam auch noch zum Besuch, konnte leider heute nicht mit angeln. Dafür hat sie uns leckeren Tee, Kaffee und sonstige Leckereien noch für die Nacht mitgebracht. Unser kleines SOS-Paket. Ihr bekommt aber auch beim Nachtangeln, beim Alex und beim Nico die ganze Nacht über Getränke, Kaffee, alles vorhanden. Theoretisch braucht man sich gar nichts mitholen, weil die Preise sind so und so günstig, das lohnt sich auch gar nicht.
Trotzdem danke, Katrin, für deine tatkräftige Unterstützung. Ja, ja, wir haben noch über die Frau, ja? Ja, danke schön. Die Katrin kam direkt zum Einsatz und durfte gleich an meiner zweiten Route, weil ich Doppelbiss hatte, mit drillen. Da ist er, Fisch Nummer 1 für Katrin. Man kann hier schön sehen, dass da, wo der Toni angelt und wo ich angel, genauso eine Biegung ist, wo das Ufer einmal rumgeht. Und an diesen beiden Bäumen an der Kante vorbei ziehen die Abrewels immer vorbei. Man kann sie teilweise sehen, wenn man sie nicht sieht, kann man zumindest die Blasen nachvollziehen, wenn sie unten am Ufer vorbeischwimmen. Langsam brach auch die Dämmerung herein, es wurde dunkler und man kann hier schon meine beiden LED-Posen sehen. Die haben obendrauf einen relativ langen Antennenhals und man kann da die Bisse wunderbar erkennen. Hier kann man nur noch einen kleinen Punkt sehen von der LED-Pose, die schon langsam abgetaucht ist. Als Köder hatte ich hier drauf auch einen Tauwurm. Den Fisch konnten wir auch landen und somit wieder einer mehr in meine Kühlbox.
habe mir jetzt vor kurzem extra noch zum Nachtangeln eine LED-Strahlerlampe geholt, akkubetrieben mit Fernbedienung. Man kann verschiedene Farbtöne einstellen und das Licht ist auch dimmbar. Super zum Nachtangeln. Zu später Stunde haben wir uns noch gefreut über Katrins SOS-Paket mit frischem Kaffee. Nimm ich die Tasse von hier, dann kriegst du die andere Tasse. Was er dabei hat, das ist ein Liebchen. Ja, guck mal, denn, so, dann, das ist ein Herzchen, ne? Boah, ja. Sollen wir morgen früh filetieren? Ja, mach ich morgen früh. Ja. Geht alles dabei, die hat Milch, die hat Salzstangen eingepackt. Die ist echt der Knaller. Ja, hier ist der Zucker drin. Und kriegst du morgen schon ein paar Filets. Das ist echt der Knaller. Von der Hammer. Ich bin nicht dabei. Ich habe noch nicht erlebt hier, so was. Nee, ne? Nee. Besten Dank, Katrin. Ja. Prost. Super. Da ist auch der angesprochene Segen zur Nacht. Für 4 Uhr hatte ich mir den Wecker gestellt, um die Morgenstunden noch nutzen zu können. Hab ich gesehen. Ist aber nichts mehr. Nee, leider war nicht mehr dran, hat nur den Köder ins Kraut gezogen. Der nächste Biss kommt auf Mehlwurm, auf der linken Pose. Ich hätte das Licht etwas heller einstellen können, aber ich wollte nicht den ganzen See beleuchten mit der Halogenlampe, sonst hätte ich ein paar bessere Aufnahmen hinbekommen. Aber so reicht's auch. Auch wieder will. Genau, ich bin. Aber schon da meine Rolle. Ja. Hab ich gedacht. Und was war's? Überraschung. Ein dickes, fettes Rotauge. Kleine Überraschung. Gebissen auf Mehlwürmer. Schöne. Ja, das ist ein morgens drin. Bis. Bei dem Fisch war es jetzt schon 5:45, kurz vor Feierabend. Und das war auch der letzte Fisch. Ein schöner Afro nochmal.
konnte von Samstag 12 Uhr bis Sonntagmorgen um 6 15 Akrowelpe fangen. Die paar Toni sind 8 geworden. Insgesamt ist an dem See sehr gut gefangen worden. Es waren, glaube ich, ein oder zwei Angler dabei, die hatten um die 20 Akrowelpe. Hier kann man immer von dem gegenüberliegenden Ufer unsere Angelstelle sehen. Hier kann man das Einmannsfeld von Toni sehen. Ich hatte meine Liege dabei und habe diese nachher über Nacht unter diesen Holzverschlag gestellt. Reicht vollkommen aus und ist halt auch bei Regen ein super Schutz. Es war rundum ein gelungenes Nachtangeln mit wirklich netten Angelkollegen um den See. Und wie gesagt, Fisch gefangen haben wir auch. Bis zum nächsten Mal, macht es gut und tschüss.